Hallo meine Freunde, mein Name ist Thomas Gerdon und willkommen zurück zu Outlast 2, wo wir im letzten Part stehen geblieben sind. Leider kam gestern kein Part aus Gründen von schulischen Gründen. Yeah. Und jetzt sind wir ja hier im letzten Part stehen geblieben, nachdem wir hier Freddy Krüger begegnet sind, der aus dem Fenster gestiegen kam wie Peter Pan. Und ich glaube, jetzt müssen wir die Kette betätigen, oder? Wir müssen auf jeden Fall dran... Oh, um Gottes Willen! Er zieht auch noch zweimal dran, warum nicht, ne? Und das sieht echt erotisch aus. Je m'appelle. Okay, nein. Wir müssen jetzt hier rüber balancieren, ne? Um Gottes, nein. Vorsichtig. Wir wollen da nicht ernsthaft reinspringen. Ja, wir wollen da doch ernsthaft reinspringen. Okay, die Folge geht schon mal grandios los mit sehr viel Action. Wie meine Cam. Die hat auch, weil es eine Action-Cam ist. Okay. Sind wir hier in Sicherheit oder müssen wir laufen? Okay, das Spiel hat schon mal schön gespeichert. Dankeschön, Spiel. Ich liebe dich. Das Spiel hat mich aber anscheinend nicht lieb, weil mich das Spiel umbringen will. So, da kommen die Duderinos hoffentlich nicht durch. Ich würde sagen, wir gehen eigentlich... Oh Gott, was ist denn los mit den Menschen hier? Also entweder haben die Eltern eindeutig was bei der Erziehung falsch gemacht oder die Kirche hat ihr Handwerk hier reingelegt, wie es aussieht, ne? Zumindest wollen sie alle Ungläubigen töten, wie bei den Kreuzzügen damals. Was ist hier los, meine Fräsen? Was ist das für eins Welt hier? Okay. So, wir gucken mal direkt in die Kamera hinein. Geist Jesu, mach mich bereit. Vater Knot, leite meine Erlösung. Blut, Auge, lass mich sehen. Engel des Herrn, leimenden Schwert. Schon wieder halt Bibelgefasel, ne? Oh mein Gott, ne? Ich weiß nicht, ob ihr die Background-Story dazu kennt. Tatsächlich, bis heute Phänomene, die bisher noch nicht geklärt werden konnte. Wir sehen hier gerade die weinende Maria, ne? Es gab jetzt, ich will niemanden Angst machen, aber könnt ihr mal auf YouTube suchen. Es gab bisher 7-mal den Fall, dass eine Maria-Statue Blut geweint hat oder irgendwas. Ich finde das so gruselig. Man kann sich's bis heute nicht erklären, aber weiß ich nicht. Verstecken? Ey, das ist aber genial, dass man sich im Blut verstecken kann. Okay. Ihr habt das Gefühl, wir müssen uns später verstecken. Kann das sein? Okay, das Blut soll erstmal weggehen, bevor wir irgendwas machen. Bitte ein bisschen schneller. Wäre hilfreich. Dankeschön. Wir müssen ja hier weitergehen. Ah ja, im Übrigen kann man auf Tab gucken. There's gotta be a way back to the village. Wo man wie viele Batterien besitzt. Aber ich weiß gerade nicht wo. Wurde mir in die Kommentare geschrieben. Don't know. Wir gehen weiter. Ganz schön neblig hier. Also wenn jetzt irgendwas aus der Dunkelheit kommen mag, dann haben wir echt ein Problem. Beziehungsweise ich werde echt Pupu in der Hose haben. So, wir rennen mal ein bisschen. Rennen hilft immer in Horrorspielen und da oben ist der Mond. Der Mond. Okay. Wieder ein Flashback. Landen wir in der Schule oder woanders? Ganz woanders, wie es scheint. Fuck, was that? Ich habe keine Ahnung, aber irgendwas filmen wir gerade nicht, wa? Und da oben ist schon wieder ein Kreuz. Oh Mann, was geht bloß an diesem Ort vor sich? So, wir gucken uns mal ganz kurz an, was für Notizen wir uns dazu machen. A teacher once told me that the music of birds was proof that God exists and loves us. Ja, aber wieso der Gesang der Vögel? I don't know. So, dürfte hier was drin sein? Ne, sieht aber sehr lecker aus momentan. Aber, gotta be another way. Hey, man, hast du eventuell irgendwo eine Batterie an dir liegen? Leider nicht. Okay, es muss einen anderen Weg geben. Also da, ach Gott, ne? Hier runter? Ernsthaft? Okay. Ich würde ehrlich gesagt lieber dort versuchen, irgendwie rüber zu springen. Wie ein Weitspringer. Allerdings wird das, glaube ich, wenig Sinn haben, weil wir nie im Leben so weit springen können. Wobei der Weltrekord im Weitsprung, ein toter Vogel, wer hat dir das angetan? Glaube ich, bei 8 bis 9 Meter liegt. Das ist heftig, wirklich. Ich schaffe nur 3,50 Meter. Mehr als das Doppelte, nee, noch nicht mal das Doppelte meiner Körpergröße. Okay. Hier scheint, glaube ich, nichts zu sein, oder? Kann das sein? Ja. Das kann sogar sehr gut sein. Okay, ich werde gerade voll gespammt. Auf Steam. Ich sollte mich echt mal auf Offline stellen, wenn ich aufnehme. Ich vergesse das immer wieder. Aber es hat bisher, glaube ich, niemanden gestört. Wir müssen hier irgendwo lang in der Theorie, ne? Moment, ich habe eine Idee. Theoretisch gesehen. Es muss hier irgendwie einen Weg hochgeben. Oder dass man hochklettern kann, ne? Kann man hier hoch? Nein, also da geht es anscheinend schon mal nicht lang. Eindeutig zu viel Gewächs hier. Kann man hier rüber? Das scheint auch nicht so, aber irgendwie
kann ich mir vorstellen, dass man hiermit eventuell was machen muss, ne? Nee. Okay, Dudorinus, wir müssen mal so ein bisschen überlegen. Können wir das Ding eventuell anschieben? Nein. Falsche Überlegung. Oder an der Kante oder so. An der Kante kann ich auch 100 Pro nicht entlang. Wobei das eigentlich voll gehen würde, finde ich. Mehr oder weniger. Okay, wir lassen es lieber so. Wir müssen hier irgendwas übersehen haben, ne? Da oben ist ein Weg. Aber wie kommen wir da hoch? So, tote Vögel überall. Ist wohl eine Vogelgrippe hier aktiv. Ah, Moment. Als hier? Oder hier? Nein, nichts. Oder hier? Nee. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo es gerade lang gehen kann. Hä? Überall tote Vögel, ich sehe es ja, aber eventuell kann man schwimmen oder so. Ja, da müssen wir irgendwie hoch. Glaube ich. Kannst du mir sagen, Dudorino, wo es lang geht? Hier ist auch irgendwie... I knew it. Ich drück doch Space zum Klettern. Hallo. Kackspiel. Nee, das natürlich nicht, aber... Huch, mein Fehler. Ja, Kletter. Was mache ich denn falsch, Spiel? Kannst du mir das sagen? Nein, anscheinend nicht. So, wir wollen jetzt hochklettern. Ich krieg Aggressionen, wenn die Mechanik bei solchen Spielen nicht sofort klappt, ne? Bitte, ich will doch nur... Dankeschön. War das jetzt so schwer? Ich denke nicht. So, wo können wir als nächstes hoch? Hier. 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 Nein, da fallen wir runter. Wir müssen hier hoch. Geh hoch. Vorsichtig. Hoch. Hoch. Das ist wahrscheinlich sehr spannend als zu... Ah, über die Kante. Ah. Also doch nicht hoch. Wir haben fast eine gesamte Batterie hier verbraucht, ne? Nur weil ich erstmal schnallen musste, wie man genau hier hochkommt. Okay. Besser spät als nie. Jetzt müssen wir hier rüber, ne? Archie Peña, da da da. Hä, wieso haben wir hier gerade Schaden bekommen? Naja, ist mir egal. Okay. Spiel speichert wieder, dankeschön. Und jetzt geht's irgendwie ins Dunkle hinein, oder? Oder müssen wir weiterklettern? Wo müssen wir jetzt lang? Hier ist ja nirgendwo ein Weg. Ich dachte im ersten Moment, hier wäre irgendwie ein Durchgang oder so, aber... Ah! Hier hoch, ne? Ja. Okay, so langsam aber sicher wird das, glaube ich, hier ein Jump'n'Run-Höhlenspiel. Nein. Jetzt sind wir in Mario in der zweiten Welt angekommen, ne? Ja. Wir tun mal so, als wenn das hier Super Mario Bros. Wäre, nicht wahr? Ich meine, es ist ja nur eine blöde Höhle. Und eine Höhle hat nichts Mysteriöses oder nichts Gruseliges an sich, nicht wahr? Doch, ganz viele sogar. Leider. Schade, Marmelade. So, vorsichtig. Ich rieche, dass wir hier ganz viel Probleme bekommen. Oh Gott. Ich dachte im ersten Moment, hier würde jemand mit einer Laterne oder so stehen. Eine Kirche? Wo? Oh. Some kind of heretic temple. Ketzertempel. Wir sind wohl hier bei Assassin's Creed gelandet. Lecker. Ich meine, warum auch keine Leichen? So, ich glaube, da müssen wir tatsächlich... noch einer. Danke für deine Batterie, Dudorino. So. Ich würde mich tatsächlich noch ganz gerne hier umschauen. So, perfekt. Boah, was ist das? Habt ihr das gehört? Ich will nicht wissen, was das war. So, wir gucken uns das mal an. He said she did it to herself. He said he was protecting you. Okay. Sehr schöne Atmosphäre momentan, das muss man schon zugeben. Ich denke mal, wir müssen darüber. So, wir werden mal nachladen. Wir müssen 100 Pro wieder darüber springen. Jump'n'Run geht weiter. So, sehr schön. Jetzt hier hoch. Ja, okay. Anscheinend haben wir mal Parcours oder sowas in der Art betrieben, als wir noch nicht hier waren. Als Enthüllungsjournalist. Ganz ehrlich, wie kommt man auf die Idee, Enthüllungsjournalist zu werden? Naja, jeder hat seine eigenen Träume und man sollte seine eigenen Träume realisieren. Egal wie gefährlich sie auch scheinen mögen. Solange wir mit diesem Life zufrieden sind, was ich mir irgendwie nicht vorstellen kann, dass man mit so etwas zufrieden ist, ist eigentlich alles gut, nicht wahr? Ja, alles gut, alles gut. Was war das? Kann man das essen, was das Geräusch gemacht hat? Überall Körper, Mann! Ist auf jeden Fall sehr sadistischer und ekelhafter als der erste Teil. No, no, no. No, no, no.
Hm? Was denn? Where are you? Natürlich muss ein Kind hängen, ne? Ich meine, es hängt nur ein bisschen ab. Oh, es ist weg. Es ist weg. Es sind Geister. Geister, Geister, Geister. Geistbrot. Okay. Ist das ein Dorf? Ich bin keine Hure. Ich mach das alles freiwillig. Ja, und es liebt Gott anscheinend nicht. Oh man. So, Somebody there will know where they've taken Lynn. Okay, gucken wir uns das mal direkt an. The chapel. I can see the chapel. Wo konntest du die Kapelle sehen? How far did this go? I'm feeling my teeth like the sound of scissors. Es ist auf jeden Fall kein schönes, Geht zur Kapelle, yo. Nochmal zurück. So, auf geht's. Ich will ehrlich gesagt dort nicht lang gehen, da die uns erstmal als Hure bezeichnen. Ich lasse mich von anderen fremden Menschen nicht als Hure bezeichnen und die wahrscheinlich uns sowas von umbringen wollen. Vor allem guckt euch das da unten. Hä? An, ne? Das sieht schon sehr gefährlich aus, wenn da so viel Licht ist. Ah, da ist eine Batterie. Spring runter, mein Duderino. Spring runter, komm. Kannst du bitte... Danke. So. Und der nächste Tote mit einer Taschenlampe. Wo kommen die alle her? Ich meine, die sehen alle aus irgendwie wie Polizisten, nicht wahr? Das erinnert mich gerade so ein bisschen an Collard. Wegen Collard kommt man auch immer wieder... Da bewegt sich doch irgendwas, oder? Ich kann schwören, ich habe Schatten... Erschreckt mich doch nicht so. Und bitte, kann die Kamera mal wieder scharf stellen? Der hat echte Probleme, kann das sein? Ich habe mich gerade echt verschluckt bei dem Schock gerade. Ist da irgendwas drin? Ja, aber ich hoffe keine Menschen oder sowas in der Art. Okay. Nur wieder Käfer. No way. Habt ihr das wieder gehört? Mann, ey, so höre ich mich auch immer an, wenn ich am Montagmorgen aufstehe. Warte mal, hä, wo? Ah, da oben, ne? Okay, konzentrieren wir uns. Noch mehr tote Kinder. Knurrt sagt einen solchen Kindermord. So, warte mal. In solchem Kindermord sei keine Sünde, denn sie alle sind Krieger in der Armee des Herrn. Märtyrer, die im Kampf gegen den Erzdämon gefallen sind. Nee, warte mal. Nee, ich hab... Okay, weiter. Ich hatte gerade was anderes im Kopf. All die Kinder mit geöffneter Kehle und verbranntem Fleisch werden im Paradies auf uns warten. Ja, ganz sicherlich, die sind sehr erfreut darüber, wenn wir sie vorher getötet haben. Ja, ganz erfreut sind sie dann, ihre Mörder zu sehen. Papa Knurrt sagt auch, dass unsere Sünden in unseren Träumen finden. Unsere Sünden finden uns in unseren Träumen. Doch meine Träume sind nichts als der Mord an meinen Kindern. Und ich wache lachend, erregt und oft feucht von der Lust im Schlafe. Was geht ab? Ich erwachte heute im Glauben, vom Blut aus dem Hals eines Kindes benetzt zu sein. Doch die Nase war meine eigene? Die anderen haben ähnliche Träume. Wir gruben einen Tunnel, damit wir uns heimlich treffen können. Wir versammeln uns und teilen unsere Vision und suchen nach ihrem Sinn. Ich spüre die Nachricht mehr und mehr, doch sie ist nicht heilig. Ja, bitte schlag diesen Gedanken aus deinem Kopf. Wie die hier. Oh Mann. Der erinnert mich so ein bisschen aus Dead Poppy, dem Song Lowlife. Da ist ja auch so ein Teufel drin gewesen. Aber das Ding ist enttäutet also. Wenn wir da oben lang gehen? Da kam ein Typ her, weswegen wir erstmal hier hoch gehen werden. In Hoffnung, nichts Böses zu sehen. Alles gut. Wer ist das denn eigentlich immer wieder? 100 Pro werden wir dem noch begegnen. Und das wird wie Specky McSpeck Speck damals sein, nicht wahr? 100 Pro.
So, ich glaube. So, da müssen wir nicht lang. Boah, die Batterien gehen aber ganz schön schnell weg, ne? Da können wir auch gar nicht lang. Also müssen wir höchstwahrscheinlich nach oben. Die Frage ist, was... Einige Objekte, was? Warum kriegen wir diese Information? Sag bloß die... Okay. Wir erfahren... Warte mal, ich will erstmal die Story lesen. Wir sind kein Antichrist. Wir sind die Scheide der Apokalypse. Das ist aber eine sehr schöne Metapher, ne? Auch wenn die ein bisschen pervers ist, aber nehmen wir mal an, die Apokalypse ist das erregte männliche Glied und die sind die Scheide. Und das... Ja, ich hör auf mit zu vielen Details, nicht wahr? So. Papa, Ezekiel, Lügner, Schalat, Tapeln, der Gicht, süchtiger Feigling, vergewaltiger Kindermörder. Ich bin fort und ich nahm mit mir den Mut, die Wahrheit zu sehen. Komm zu uns, jage uns. Wir warten nur darauf, jeden Einzelnen, den du auf den Berg schickst, zu töten und zu... Piep. Ich hasse dich nicht. Könnte Jesus den Teufel hassen, weil er Jude ist? Ohne die Jahre deiner Ignoranz, deiner dreckigen Lügen, hätte ich meine wahre Sicht... Warte mal. Hätte ich meine wahre Sicht nie gefunden. Ich hätte nicht den Mut gehabt, die Wahrheit zu suchen, wäre ich nicht von der Wut über den Unwahrheiten getrieben. Da Gott ist der Aberglaube eines Kindes. Dein Glaube ist eine Peinlichkeit. Die Zeichen der wahren Vaters waren von dir, von uns allen. Und du, aufgeblasen, naiv und zu dumm zu atmen, dachtest, diese Version wären die Strafe eines entzündenden Gottes. Dein Gott hat Angst. Dein Gott ist kein Gott. Dein Gott ist dein Ego, verwunderbar und falsch. Welch Schmach. Mein Gott ist kein Gott, aber es ist wahr. Und hier ist in jedem Moment der Ekstase. Und sein Kind wird diese Welt... Piep und ewige Herrlichkeit reißen. Ich bitte nicht, dich uns anzuschließen. Ich sage dir, du wirst uns anschließen, denn unsere Liebe ist größer, als du dir vorstellen könntest. Wahl. Ich nenne ihn ab sofort Blauwahl. Ja, also Fall... Ah, schon wieder? Seht ihr das? Mega gruselig. Okay, weg hier, würde ich sagen. Und auf geht's mit der Tür hier. Ich habe keine Ahnung, wo die rausführt. Nirgendwo. Können wir ein Fenster öffnen? Können wir... Wir müssen irgendwie hier raus, oder nicht? Oder vertue ich mich? Wir können aber diese Fenster nicht öffnen. Ah. Ah. Was hat uns das gebracht, wenn ich fragen darf? Ach, die können wir vor ein Fenster schieben? Okay. Aber hier scheint ja kein Weg... blockiert. Kein Weg weit und breit zu sein. Also in der Theorie, ich gehe nochmal ganz zurück und hoffe, dass hier nichts ist. Theoretisch gesehen können wir ja nur da oben lang, oder? Nein, wir müssen da lang. Okay, habt ihr das Geräusch gerade von draußen gehört? Das klang nicht besonders einladend. So, Nachtsicht an. Hier ist alles blockiert. Alles blockiert. Dann würde ich sagen, noch ein hoch. Blockiert. Warte. Ah! Da ist eine Tür. Sehr schön. Weg damit. Weg damit. Weg damit. Weg damit. Sehr schön. Wir öffnen das mal langsam, aber sicher. Wie Adventskalender. Okay, dann müssen wir höchstwahrscheinlich runter, nicht wahr? Ja, Archipenia würde ich einfach mal behaupten. Runter geht's. Das Spiel speichert wieder, sehr schön. Speichert tut immer gut, weil ich vorhin wieder einen kurzen Abteil spielen musste. Weil ich das letzte Mal... Das könnte ein Elevator sein. Es ist da, nicht wahr? Das sieht stark danach aus, ne? Ist hier eventuell irgendwo noch eine Batterie? Nee, ich gehe da lieber nicht lang. Das ist keine gute Idee. Generator or something. The fucking thing doesn't run on prayers. Gebetsgetrieben. Wenigstens hat der Typ Humor, das muss man schon sagen. So, 100% ist der Generator hier unten. Und erinnert ihr euch noch an Outlast 2, wo wir uns im Keller befunden haben, um den Generator zu aktivieren? Oder die drei Generatoren, eher gesagt, um das Licht wieder in der Nervenheilanstalt anzuschalten? Ja, ich kann mich auch noch erinnern. War echt cool, was? Nein.
Ich verstecke mich im hohen Gras. Wir spielen wieder Pokémon. I play Pokémon Go every day. I play Pokémon Go. Tür zu. Um Gottes Willen. Wo kommt die Stimme von draußen, ne? Um Gottes Willen, das ist gerade... Ich sollte um Gottes Willen aufhören zu sagen. Wir konzentrieren uns, alles gut. Ist nur ein Spiel. Nur ein Spiel. Nur ein Spiel. Nur ein Spiel. Was stand da? Das Fenster gar nicht öffnen. Da gehen wir, glaube ich, auch gleich direkt raus. 100 Pro ist hier unten ein Generator, ne? Ja. Würde ich einfach mal so schätzen. Ein Keller ist eigentlich immer perfekt für einen Generator. Oder? Aber ich sehe weit und breit keinen Generator. Nee. Kein Generator? Blockiert. Immer wieder mit dem Gehör hier arbeiten. Wir gehen mal am besten... Okay, es tut mir leid, dass ich gerade ein bisschen schiller bin. Aber ich glaube, wir müssen uns vollkommen konzentrieren. Denn ich habe das Gefühl, dass die Minecraft-Frau wieder hier in der Nähe ist. Und das könnte fatal enden. Sehr fatal sogar. Wir werden mal hier entlang kriechen. Okay. Die scheint gerade etwas weiter weg zu sein, wie es scheint. Also perfekte Gelegenheit eigentlich für uns, oder? Guck mal da drin. Oh mein Gott, es tut mir leid, dass ich gerade so leise bin, ne? Aber es ist gruselig, das ist echt gruselig. Lade nach, mein Freund. Da hinten, seht ihr das? Will man da entlanglaufen? Wollen wir da langlaufen? Ey, guck mal, von der Nachtsicht sieht man nicht so viele Dinge wie jetzt, ne? Ich find's jetzt sogar teilweise echt besser. Okay, wir hören auf, ne? Wir wollen nicht rumtollen. Hi. Ach, die beobachten uns nur? Okay, alles gut. Ach, der hat ein Messer in der Hand, okay. Oh mein Gott! Fest hier, der Hure! Oh mein Gott! Kacke, Mann! Fuck! Nein! Pfui! Kann man an dir vorbeilaufen? Nein. Ach du Kacke! Wir haben ein Problem! Ach du Kacke! Was ist hier los? Was ist das für ein Slife? Laufen die uns eigentlich immer noch hinterher? Ja. Tatsächlich laufen die uns immer noch hinterher, ne? Guckt es euch an. Guckt sie euch an. Das wird eine wilde Verfolgungsjagd, habe ich so das Gefühl. Kommen die hier runter? Die kommen nie im Leben hier runter, oder? Leute, ich würde sagen... Nein! How's it going, bros? Hä, sieht er uns nicht? Ist er... Der ist so behindert, ne?
Folgen sie uns alle, oder? Ja, okay, im Dunkeln ist es auch relativ schwer, hier was zu entdecken, würde ich sagen, ne? Okay, Leute. Ich sehe euch im nächsten Part. Mal gucken, wie wir das anrichten werden. Und ich sehe dich in der nächsten Folge. Bye, bye.